Hier will noch ein Kollege rein. So, nach Ihnen. Gut, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Dann denke ich mal, bin ich jetzt dran. So. Ja. So. Dafür war ich gerade beim. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir brauchen hier ein SWAT-Team. Habe ich zwei SWAT-Teams? Scheiße. Nein, 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 nein. Ich brauche hier ganz viele. Ich brauche hier alle Kräfte. So, Endstation auch, um Gottes Willen, aussteigen. Schön aussteigen, wir haben den Herrn, ich habe den Herrn gut eingeparkt. So, ich muss mal hier das Radio ausmachen, sonst kriege ich hier noch einen Copyright Claim. So, Moment, 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 genau. Die bleiben... Nein! Mann, ich muss meine Aggression unter Kontrolle bringen. Das war gerade nicht so praktisch, dass ich dem in sein Genick geschossen habe. Ja. Die Rettungskräfte stehen auf dem Punkt. Das finde ich sehr schön. Dann leisten wir jetzt schon mal erste Hilfe. Ich hoffe mal, ich... Ein Glück. Oh, ich dachte schon, ich habe ihn erschossen. Glück gehabt. Ja, der hat hier ein Polizeiauto gestohlen. So. Ja. Das können wir abschleppen lassen. So. Der hier darf aufgrund polizeilichen Ungeschicks erstmal mit den anderen Kollegen fortfahren. Wir holen ihn dann woanders ab, würde ich mal behaupten. So, einmal hier Platz machen. Ja. Dankeschön. Wir haben Kollege Eierkuchen hier, der möchte bei der Tankstelle sein Benzin nicht bezahlen. Und deshalb müssen wir den... Okay, das sind hier schöne Übergänge, vor allen Dingen für Autos sehr bequem. Ich denke mal, wir können ja... Oh, was ist denn das hier? Ach so, jetzt werden sie hier auch noch frech gut. So. Nee, 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 nee. Sie legen sich auf den Boden. Das ist eine versuchte Körperverletzung an einem Polizisten im Dienst. Sie sind hiermit vorläufig festgenommen. Meine Güte, dass die Leute sich nicht mal benehmen können. Erst fährt er hier so richtig komisch. Und dann möchte der mir noch eine reinhauen. Tja, ich hau ihn gleich zwei rein. Ehre mitgenommen. So. Ist mein Auto unverheilt? Ja. Zum Thema, die Tür ist wieder zu. Hier ist unsere Tankstelle. So. Innen drinnen wartet der hier. Verkäufer. Dort hinten. Schönen guten Tag. Also. Ja, das ganze Gelaber können wir uns hier erstmal ersparen. Sie wollen also ihr Benzin hier nicht zahlen. Dann reden wir jetzt hier mit ihnen. So, ich hätte gern erstmal ihren Personalausweis, damit ich weiß, mit wem ich hier spreche. Mrs. Jefferson. So. Ich erlaube mir mal, sie zu durchsuchen. Vielleicht haben sie noch etwas mitgehen lassen hier. Das Fernglas denke ich mal nicht.
So, an sich würde ich sagen, wenn wir das nicht mit bezahlen wollen, dann werden wir sie hier erstmal mitnehmen. So, die dürfen sich gleich mal wieder umdrehen. So, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Wir werden die Dame mitnehmen. Das Geld kriegen Sie dann, was weiß ich, wann. So. Dann rufen wir mal hier die Kollegen. Die dürfen sich um die Dame kümmern. So. Mal schauen, ob das Auto hier von der Dame ist. Das Auto gehört Jeffrey Brown, das ist nicht unsere Tatverdächtige. Okay. Ich frage mich, wo das Auto steht. Oder ich habe mir. Oh, Moment, 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 Moment mal. Das Auto dürfen wir hier gleich mal mit abschleppen, da ich hier gerade gesehen habe, dass hier die Registrierung abgelaufen ist. So, wir sind Code 4. Und damit werden wir hier fertig. So, einmal durchlassen. Vielen Dank. Gut, dann können wir endlich mal Mega Mall. Erinnert mich gleich wieder an Fortnite Season 9. Fantastisch hier. Die Easter Eggs machen es immer wieder aus. So, wir nutzen noch hier unser Blaulicht für rote Ampel und dann nochmal. Und dann, das von. Oh, oh. Ah, ne. Ja. Wie, was, was? Können die bitte ihre Flossen bewegen? Ich weiß, es ist rot, aber können sie sich nicht mal ein bisschen nach hinten oder vorne, danke. So. Das ist fantastisch, wie die hier parken. So. Gefangentransporter spiele ich nicht. Dafür ruft hier immer die Kollegen. So. Wir haben es bis heute noch nicht geschafft, unseren Waffenschein hier ein wenig zu erneuern. Einbahnstraße, wahrscheinlich. Wir hatten sich hier den Mist ausgedacht. Es wäre schön, wenn unsere Polizeistation ein Waffen- oder Schießstand hätte. Da können wir das nicht immer hier machen. So, hier will noch ein Kollege rein. So, nach ihm. Hola, so. Ja, ich nehme den Parkplatz dann links. Okay, verdächtig, aber nur nichts auffällig. So, dann ab rein in die gute Stube. Guten Tag. Ja, ich gehe einmal an den Schießstand. Ich hoffe mal, die Musik ist nicht Copyright geschützt. So, aber hier sollte das hoffentlich mal. So, wie viel kostet das? $14. Ja, das können wir uns hier einmal gerne gönnen. Gut, die Ziele erscheinen nach Ablauf eines kurzen Countdowns. Okay. Die Runde endet, wenn die Zeit abgelaufen ist oder alle Ziele zerstört wurden. Gut. Das denke ich mal, bekommen wir soweit hin. Zone 4, 3, 2. Ah, gut. Also umso näher wir dran sind, umso mehr Punkte kriegen wir. Aufeinanderfolgende Treffer erfüllen die Combo-Leiste und erhöhen deinen Multiplikator. Der höchste ist 3-mal. Okay. Gut, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Dann denke ich mal, bin ich jetzt dran. So, Handfeuerwaffe. Ja, damit bin ich ja hier am meisten unterwegs auf Streife. So. Okay, oh nein! Ich muss ja auch nachladen. Pistole. Eins. Sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, machen wir mal Herausforderung 2.
3 müssen wir machen. Okay. Ich weiß nicht, warum man hier so oft drauf schießen muss. Ein normaler Mensch wäre in der Zwischenzeit schon längst schon nicht mehr am Leben. So. Okay, die Zeit ist abgelaufen. Bronze, okay, geht aber noch in Ordnung. Gut. Dann müssen wir das hier nochmal das letzte machen. So, wir dürfen nämlich nur bei einer Herausforderung Bronze haben, bei den anderen mindestens Silber. Sonst müssen wir das Ganze nochmal hier machen. Damit wir nämlich hier gut geschult sind. So, jetzt nochmal alles geben. Oh, okay, wir haben Silber, das heißt, der Waffenschein ist erstmal soweit sicher. Ja, ich möchte den Schießstand verlassen. Dann geht's auch wieder direkt in den Dienst herein. Gut, dann wär's das erstmal wieder für 3 Monate gewesen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Auf. Ja, auf Wiedersehen. Gut, da haben wir erstmal unsere. Ja. Nicht wundern, dass mein Auto nicht da ist. Das steht hier, warum auch immer. Ich hoffe, das hat der... Ja, hat er gut hier geparkt. Sehr schön. Gut, dann sind wir hier auch schon wieder... Okay, wir sind wieder im Polizeifunk eingeloggt. Ja, holla, ihr Waldfee. Schönes Manöver hast du hier gemacht. Wir können mal schauen, okay, hier gibt es gerade einen Call. Dispatch calling Unit 1, Lincoln 18. We have a traffic alert for trespassing on government property. Wir müssen mal hier eine Person zum Stoppen kriegen. Denn die Person ist gesucht. Ha, Schaffkurve. Die Kollegen sind näher dran am Einsatzort als ich. Warum übernehmen die das denn nicht? Oh, jetzt hat das auch gemeldet. Gecheckt. Wie wär's denn, wenn ich hier mal... Ja, daneben nicht. Ah, okay. So. Wir tun hier erstmal den Verkehr stoppen. Ja. So. Dafür war ich gerade beim... Oh Gott. Wir brauchen hier ein SWAT-Team. Habe ich 2 SWAT-Teams? Scheiße. Nein. Ich brauche hier ganz viele... Ich brauche hier alle Kräfte. Code 99. Bitte. Okay. Ja, ich will hier... Oh nein, ich will ja nicht... So. Wir wollen hier aber Krankenwagen. Und zwar mehrere. Wir sperren hier die Straße ab. So. Gut, dass sie hier sind. So. Hier ist, glaube ich, niemand mehr. So. Wir leisten hier erstmal erste Hilfe. Ja. Nö. Das ist jetzt mal... Na, hallo, warum nehmen sie mir... Na, okay, dann arbeiten wir jetzt zu dritt dran. Umso mehr, umso besser. Wenn er lebt, dann ist das mein Verdienst und nicht der Kollegen. Das möchte ich hier mal so kurz anmerken. Die Schulter müssen wir gut massieren. Oh. Die Kollegen haben das hinbekommen. Ich meinte, das war ich. Die Kollegen haben das nämlich nicht hinbekommen. Ja, das... Oh, Moment mal. Aussteigen. Ach nee, was soll...
bleibst hier stehen, du bleibst hier stehen, du bleibst hier stehen! Kommt mir nicht davon. Erst knallt ihr uns ab und dann rennt ihr wie feige Hühner davon. Stehen bleiben! Traffic is back to... Nein! Moment mal, das... Ach, Moment, das ist der hier doch? Der hier? Na, ach Gott! Ich hab keinen Bock auf Rennen. Bitte, kann... Mal einer bitte hier nicht weglaufen. Das wäre sehr nett. So, auf den Boden jetzt. Ich hab keinen Bock mehr hier auf sie, ihre Faxen. Sind hiermit festgenommen? Sie haben hier... Das glaube ich nicht. Das glaube ich jetzt wohl nicht. Von wegen Handy weg. Sie sind auch mit vorläufig festgenommen. Sie haben hier nämlich keinen Polizeiansatz zu filmen. Hier wird nämlich auch Gaffen in Los Santos bestraft. Nicht so wie in Deutschland. Oh, sowas kann ich hier überhaupt nicht ab. Wenn Leute hier einfach rumstehen und Fotos oder Videos machen. So. Die Kollegen sind ja auch gleich schon vor Ort. Ach man, dieses ganze Rumgerenne, ey. Gut, dass ich dafür ausgebildet bin, sonst würde ich wahrscheinlich nicht hinterherkommen. Eine Straße weiter, dort vorne steht mein Auto noch. Ja, sie können hier ihren Mund halten. Vielleicht sollen wir die hier auch nochmal kontrollieren. Wo sind wir denn hier? Ah ja, wir sind hier in diesem kleinen Ganggebiet. Hier die schon mal im Großeinsatz. Ja, die Sanitäter haben sich entweder hier nicht gekümmert. Ja, die haben sich nicht gekümmert, weil der hier noch auf den Bauch liegt. Und das, ja, ist nicht, wenn sich hier jemand drum gekümmert hat. Deswegen versuche ich mal hier nochmal die Person am Leben zu halten. Und es hat gewirkt, meine Zauberhände. Die Sanitäter anscheinend hier nicht gehabt haben. Na gut, ja, wir nehmen sie hier gleich... Nein, wir nehmen sie auch gleich mit fest. Weil sie haben auf unsere Kollegen geschossen und das finde ich nicht so lustig. So. Und sie haben natürlich dann auch auf mich geschossen. Das finde ich auch nicht schlimm, deswegen... Können hier Leute mal sie gleich mitnehmen. Gut, dann würde ich sagen, wenn wir hier am Ende unserer Folge, lasst gerne eine positive Bewertung da für mehr GTA 5 LSPDFR. Und dann würde ich sagen, montags, mittwochs, Donnerstag gibt es kein Video. Und freitags um 15 Uhr gibt es auf meinem Kanal ein brandneues Video. Wir sehen uns dann wieder. Haut rein und ciao, Leute.